Wie in jedem Game gibt es auch in Heat einige Easter Eggs. Das eine größer, das eine kleiner. Aber na gut, okay, es sind keine gigantischen Easter Eggs hier, aber schon ein paar interessante und die gucken wir uns jetzt mal kurz an hier. In Downtown gibt es ein kleines Schild, das ein Ortsschild, eher gesagt, was uns sagt, Olympic City in 98 Meilen. Das ist ziemlich interessant, warum? Denn die Stadt aus Underground 1 wird Olympic City genannt, so soll sie heißen. Ist ein nettes kleines Easter Egg und gar nicht mal so weit weg. Also, ne, sind mal zu, stellt mal eine Fähre dahin und dann rüber nach Olympic City. Das wär's ja mal, ne? Einfach wieder in Underground 1 in der City rumfahren, freien Modus, das wäre übel. Dann gibt's hier noch ganz interessante Getränkeautomaten. Der rechte Automat ähnelt sehr stark den Automaten aus Fallout, den Nuka-Cola-Automaten. Dann noch der Frostbite Engine Kronkorken da, ist auch ganz lustig. Und der linke, dieses Sun Bier oder was auch immer für ein Getränk das ist, oder Sun Cola, ist aus Dead Space. Dann eine lustige Need for Speed Most Wanted Referenz haben wir, und zwar Blacklist Fahrer 3 Ronnie hat anscheinend seinen Laden in Palm City, nachdem wir ihn platt gemacht haben, hat er wohl mit anderen Wegen versucht sein Geld zu verdienen. Hier steht Ronnie ist hier, Ronnie was hier, ganz interessant. Verkauft hier irgendwelche Bananensachen oder was auch immer. Farblich passt das fast schon zu seinem DB9 damals mit den grünen Dingstreifchen da und der Lack an sich gelb. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Der Ronny. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Dann gibt's noch die verfluchte, bösartige Scheune, die schon ein bisschen bekannter ist in Need for Speed Heat, aber die ist eigentlich auch interessant, da hört man ganz komische Geräusche darin und bei mir sind sogar die Büsche random weggeflogen. Nebenbei fahren dort dann auch noch die NPC-Autos komischerweise zur Scheune und querfeld ein, aber das machen die an mehreren Orten in der Spielwelt, auch Speedway, da fahren die manchmal einen Hügel hoch und stehen dann sinnlos am Zaun und ja, die sind alle ein bisschen Brain-AFK, die NPCs, aber naja, hört mal ein bisschen rein hier. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit zur Stadt selbst, Palm City nämlich. Und zwar gibt es in Need for Speed Hot Pursuit 2 ein Rennen bzw. eine Insel, die heißt Palm City Island. Da ist eine riesige Strecke drauf, wo man fahren kann. Und das ist an sich ja schon eine ganz lustige Sache. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja irgendwann eine Map-Erweiterung, so eine Art Insel, wie damals in Burnout Paradise war zum Beispiel oder so. Das ist auf jeden Fall recht lustig. Apropos Burnout, manche Autos haben als Kennzeichen ein Paradise City Kennzeichen, was eine Anlehnung auf Burnout Paradise ist. Gleichzeitig gibt es hier noch ein paar Autos, die einfach das TFK Emblem als, ja, Emblem haben vorne. Das ist, TFK ist eine Crew aus Need for Speed Carbon damals gewesen, Wolfs Crew, die TFK Crew, die konnte man da besiegen. Ist auch ein ganz lustiges Easter Egg eigentlich. Dann habe ich hier noch einen kleinen Bonus. Und zwar, als ich mit dem R8 hier die Garage einfach so verlassen habe nachts, sieht man ja, ist keine Markierung vorhanden, aber als ich draußen war, habe ich plötzlich die Markierung entdeckt und fragt mich so, okay, wo kommt die Markierung her? Die zeigt direkt auf das Gefängnis und, oder Fort Callahan heißt es, glaube ich. Und da bin ich natürlich hingefahren, habe mal geguckt, was da ist. Ja, im Grunde habe ich nicht viel gefunden, halt der Knast, okay, aber irgendwie nichts Besonderes. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist so ein, keine Ahnung, irgendwas für ein Ding da, was man irgendwie nur im Fotomodus sehen konnte, so ein, wie so ein Blatt Papier oder so. Aber als ich da hingefahren bin, war es dann auch wieder weg. Und wenn man zu nah rangegangen ist, ist es auch verschwunden. Ich denke mal, das war einfach nur ein Grafikfehler, aber naja. Ansonsten konnte man da nur Graffitis finden. Und da standen auch Namen dabei. Da habe ich einfach mal geguckt, so Google, ne, was kommt denn dabei raus? Aber da sind dann einfach von irgendwelchen Künstlern, sag ich mal, die Graffitis, die sie da genommen haben und ins Spiel gepackt haben. Also die kann man sich auf Instagram dann zum Beispiel angucken.
Und da war noch ein anderes dabei aus den Niederlanden, Brot und Bier oder so. Das ist schon ganz komisch, aber auch nichts Besonderes dann im Grunde. Ja, dann war es dann auch erstmal wieder mit dem Video. Eine kleine Info zu Updates habe ich für euch auch noch. Und zwar hatte jemand da von den Entwicklerteam und so weiter geschrieben, das nächste Update wird interessant. Es wurde ja zuletzt, waren die Server ein bisschen am Rumspacken, da wurde im Hintergrund gearbeitet, deswegen waren die auch teilweise offline. Aber das nächste Update wird uns wohl mal endlich ein bisschen Content bringen. Können wir also gespannt sein. Sobald ich mehr weiß, kommt natürlich direkt ein Video. Ansonsten würde ich mich für ein Like wieder begeistern. Freut mich auf jeden Fall immer, den Support zu sehen hier. Und ein Abo und eine Glocke wäre auch ganz fein, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Donuts. Up in the air, I want you to jump like you're trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, surely beat in the face in the mirror. Up in the air, I want you to jump. Gotta get it.